Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen 2 Dark Waters. Beim letzten Mal sind wir hier auf der Insel der Toten angekommen, denn wir wollen hier, ja, mit dem Geist von Stahlbart, beziehungsweise mit der Seele, was auch immer, von Stahlbart reden, damit der uns erzählen kann, wie wir überhaupt zum Wassertempel kommen können, wo wir Mara besiegen wollen. Dafür müssen wir aber erstmal so tun, als wären wir tot. Und dafür brauchen wir ein paar Zutaten hier von der Insel der Toten und wir müssen uns bis zum Altar auf der anderen Seite durchschlagen. Ja, und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Hier sollen aber so einige Untote herumlaufen, ja, die nicht mehr ins Reich der Toten geführt werden können. Der gute Tao hat da was gesagt. Oh, eine Fluchpuppe und eine Narrenkappe und da kommt irgendwas. Oh, hallo. Du bist also auch untot. Hey, Krieger. Daneben. Ja gut, die sind inzwischen ja kein großes Problem mehr für uns. Also zumindest kein sehr großes, sag ich mal. Gut, hier ist ansonsten nichts weiter. Ich esse noch ganz kurz die Narrenkappe, wenn ich sie schon mal gefunden habe. Und dann machen wir uns raus. Wir brauchen ein paar Pflanzen und irgendwas anderes noch. Werden wir gleich finden. Und da vorne wartet schon ein Schattenwächter auf uns. Ich kann den ja mal anlocken hier. Beziehungsweise ein ganz normaler Wächter. Kommt da ein Ghoul? Ja, da kommt jetzt auch ein Ghoul. Das macht es jetzt ein bisschen schwerer. Wo bleibt denn der Ghoul? Ich will jetzt erst den Ghoul auseinandernehmen, um ehrlich zu sein. Ich will den Ghoul, verdammt. Ghoul? Okay, ausweichen. Und nein, ich will den verdammten Ghoul. Ja, das war jetzt klar, aber okay. Und ausweichen. Die locken wir wieder ab. Wir kennen das Prozedere gegen den Typen hier. Ich darf ihn bloß nicht treten wollen dann. Okay, der einfache Schuh in den starken Schlag. Ich komme eh nicht auf zwei. Und tschüss. Wie viel Ruhm wir inzwischen für die Viecher bekommen. Durch Ring und Alma nach. So, aber ja, mit solchen Viechern werden wir das jetzt eine ganze Weile zu tun bekommen. Das wird ziemlich viel Gekämpfe hier werden. Ah, und da haben wir schon, glaube ich, schon das Kraut, was wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen Seelenstaub, hieß das zweite, ne? Genau, wir brauchen den schwarzen Lotus und irgendeinen Seelenstaub. Irgendwie so, weiß ich gerade nicht, ob das Seelenstaub hieß. So, da vorne kommen erstmal noch zwei von den guten. Oh, da sind ein paar mehr noch dahinter. Critical. So, dann zeige ich euch mal die neuesten Erfindungen der Inquisition, Freunde. Da können eure blöden Stäbe nichts gegen machen. Oder Speere sind's ja. Oh, Kampfplatz gefunden, wollte ich sagen. Was ist denn jetzt los? Oh, da vorne wartet schon wieder ein Ghoul. Ach, warum nehme ich die Dinger eigentlich mit? Ich meine, Geldnot habe ich nun wirklich keine mehr, ne? Ach, es ist einfach so. Ist das schon wieder ein Wächter? Ja, ich glaube. Und da ist natürlich wieder ein Ghoul bei dem Wächter. Hallo. Okay, als erstes wieder den Ghoul erledigen. Es sind zwei Ghule, na klasse. Kommt mal her, ihr blöden Ghule. Ich will als erstes die scheiß Ghule. Und weg. Oh, was ist denn jetzt los? Da war ganz kurz ein kurzer Frame-Einbruch. Warum auch immer. Na komm schon. Ich will die Ghule. Das ist schon ein bisschen fieser hier. Erstmal die Ghule. Perfekt, Nummer 1. Und das war Nummer 2. Und jetzt kommt der Wächter dran. So, Freundchen. Zack. Ja, ja, gut. Wir kennen das Prozedere ja jetzt schon. Du hast nicht den Hauch einer Chance jetzt mehr. Ich hab dein Muster durchschaut. Bam, bam. Und weg. Und weg. Und das sollte es gewesen sein. Nee, noch nicht. Dann jetzt aber. Ja, aber die Viecher machen schon ganz schön Schaden. Ist schon nicht ganz so einfach. Zack, zack. Und eine Keule. So. Hier haben wir also den Kampfplatz. Interessant. Da haben wir ein Grab. Warum begräbt hier noch jemand? Ich meine, klar, ist die Insel der Toten, aber trotzdem. Das ist eine Schatzkarte. Wer vergräbt denn hier bitte einen Schatz? Der komische Tao. Oh, noch schwarzer Lotus. Den haben wir ja schon fast voll jetzt. So, oh, noch ein Schwertdorn. Und jemand hat hier noch eine Kiste hingestellt. Also, dass das die Untoten waren, bezweifle ich jetzt mal. Ist schon etwas seltsam, oder? Mal so ganz blöd gefragt. Ja gut, immerhin ist ein Rum drin. So, ansonsten noch irgendwas? Nope. Noch mehr schwarzer Lotus. Ah, da, Grabstaub hieß es. Haben wir den schon mal. Da oben liegen die Schädel. Na gut, dann müssen wir uns noch weiter durchgucken. Aber den Lotus haben wir ja schon fast.
So, wir können da in die Höhle oder da rechts lang. Ich glaube, wir gehen erst in die Höhle. Ist, glaube ich, scheißegal. Ich glaube, wir müssen eh beide Wege gehen. Bin mir auch nicht 100% sicher. Oh, Ghule. Und ein Wächter mal wieder. Also diesmal ist der Ghul vor dem Wächter, was es mir einfacher macht. So, erstmal hier ein bisschen raus, damit ich hier Platz zum Ausweichen habe. Ja, ja, komm schon. Du hast nicht den Hauch einer Chance, Junge. Was? Wieso hat er getroffen? Da. Dum, 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 dum. Die Höhlenkampfmusik ist irgendwie die geilste. Und seine Schläge sind halt enorm schnell, ne? Aber das Schöne ist, ich kann ihn scheinbar auch unterbrechen mit meinen starken Schlägen. Wodurch ich die auch einfach wahrscheinlich spammen könnte. Aber ich habe ein bisschen Angst, weil der ja wesentlich schneller ist als ich. Naja, mal sehen. So, boah. Boah, ist das hell. Alter. So, da links geht es auf jeden Fall noch lang. Ich kann mal kurz gucken. Wo ist denn eigentlich der Schatz hier? Der Schatz in der Gruft. Weiter links. Alter. Oh. Oh. Alter Vater. Das nenne ich hell. Boah, hier sieht man doch nichts mehr. Der Halsabschneider. Mit dem Dolch war er der Schnellste. Es war fast so, als würde ihm dieser stinkende Vogel alles Glück der Welt bringen. Selbst nach dessen Tod trug er immer einen Flügel seines verstorbenen Gefährten bei sich. Seine Spur verlor sich irgendwo am Südstrand der Insel der Diebe. Den Papageienflügel habe ich schon. Ja, den haben wir schon. So. Zack, klauen wir hier mal wieder. Gibt es hier noch Grabstaub? Irgendwo, nö. Gut, dann gucke ich erstmal hier links lang. Soll ja irgendwo unser Schatz sein. Meine brauchen ihn zwar nicht dringend, aber warum nicht, ne? Boah, ich hoffe, wir kommen bald wieder in etwas dunklere Gebiete. Stadt ist hell. Mist. Erstmal den Ghoul. Ernsthaft. So, der wäre erledigt. Nein, ich will zur Seite ausweichen. Ach, was soll's. Da. Da liegt Grabstaub, glaube ich. Oder ist das ein Trank? Ah, Grabstaub. Perfekt. Hätten wir den auch. So, und da vorne ist der Ausgang. Ich hoffe, da wird es dann wieder ein bisschen netter vom Bilde her. Oh ja. Oh, tut das gut. Sag ich ganz ehrlich, das tut so richtig gut gerade. Ja, ja, okay, du hast mich mal getroffen. Jetzt glaub nicht, dass es alles so einfach wird. Oh, Mist, da habe ich den Angriff nicht hingekriegt. Zack, zack. Und tschüss, Junge. Alles no problem hier. Oh, da ist schwarzer Lotus. Yep, perfekt. Wieder einmal mitgenommen. Da fehlt uns nur noch eine Pflanze und da ist die letzte, oder? Schwarzer Lotus, perfekt, den haben wir schon mal. Brauchen wir nur noch den komischen Grabstaub für den Trank des falschen Todes. So, sollten uns aber... Hier soll doch irgendwo der Schatz sein, ne? Oh, ah, da ist schon wieder so ein komischer... Ach, Mist. Das ist halt das Problem, was man mit dem Controller hat. Man kann das Treten und Ausweichen auf der gleichen Taste liegen. Was halt auf der Tastatur ist, ist nicht ganz so schlimm. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Oh, ein Piratendolch. Hier wurde wohl auch einer begraben. Grabstaub, perfekt. Oh, wir sammeln ganz gut, muss ich sagen. Es geht eigentlich relativ flott. Ich meine, die Typen machen schon noch ordentlich Schaden. Bin ich echt ein bisschen verwundert, aber... Oh, da kommt wieder was. Oh ja. Ey, da ist schon wieder eine Kiste. Erstmal um ihn rumlaufen. Und dann... Tschüss. Ja, alles kein Ding, kein Ding. Oh, eine Erzader. Ja, okay, warum nicht, ne? Nehmen wir mal die Erzader mit, da wächst auch noch eine Grabwurzel. Die bringt uns zwar an sich auch nichts mehr, wobei, da bringen die Tränke ein bisschen mehr, falls ich die jemals nehmen müsste. Aber eigentlich muss ich sie ja inzwischen auch schon nicht mehr nehmen, von daher, naja. Ich nehme es trotzdem, also ich könnte das Ding auch einfach verkaufen, aber... Schwertdorn, Grabwurzel. Dann das Kistchen auf. Das ist alles mein, was hier ist. Ich plündere die Toten eigentlich, wie unfair, ne? Drei Schwertrohlinge, cool. Gut, dass ich so viele Schwerter herstelle. Ich mache wozu... Na gut, man könnte Geld damit machen, ne? Theoretisch mit Schwertern herstellen natürlich, aber naja. Sonst gibt es eigentlich keinen Grund, warum ich drei Schwertrohlinge bräuchte. Gibt es da noch irgendwas? Ich glaube. Da hat nur jemand irgendwas aus Skeletten gebaut. Okay. Oh, ein Ghoul. Komm her, du blödes Mistvieh. So, jetzt du, Freundchen. Zack. Oh, easy.
Ja, ja, du tanzt mal nicht so rum, Junge. Du hast eh keine Chance. Und zack. Perfekt. Den Ghoul hätte ich auch einfach auf dem Rückweg looten können, aber was soll's. Oder ich hätte ihn auch einfach liegen lassen können. Es ist jetzt nicht so wichtig. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Grabstaub. Da ist noch Grabstaub. Perfekt. Tempel des Diebes. Ein altes Schwert und ein Pokal. Und ein Jadestein. Brauche ich eigentlich alles gar nicht. Ich nehme es trotzdem mit. Warum auch nicht, ne? Die Toten brauchen sie ja eigentlich nun wirklich nicht mehr. Wenn wir mal ehrlich sind. So, da haben wir noch einen Typen. Ich schnapp mir erstmal... Ach, natürlich. Und wieder einen Ghoul. Komm mal her, Ghouli. Oh, zwei Typen. Das wird dann ausnahmsweise heute mal ein bisschen schwieriger. Ey, der hat seinen eigenen Typen getroffen, der Vollidiot. Bäm. Daneben. Wow, der hat auch eine ganz schöne Range mit seinem Teil. So, der wäre erledigt. Habt ihr schon mal so einen guten Kämpfer gesehen hier? Ich bin noch nicht einmal getroffen worden. Mist, das sollte eigentlich ein Konter werden. Zack, zack. Ach Mist. Komm schon, stirb einfach. Ach, du hast doch keine Chance mehr. Tschüss. Super, so gefällt mir das, so gefällt mir das. So macht das Kämpfen Spaß. So, hier muss irgendwo der Schatz sein, oder? Glaube ich. Ja. Bin schon dran vorbeigelaufen, wie es aussieht. So, hier ist noch ein Grab. Eine Maske. Ich suche eigentlich noch Grabstaub. Wäre noch ganz nett, wenn hier noch irgendwas... Oh, eine Narrenkappe noch. Hier wächst... Wieso wächst da eine Pflanze drauf? Kann mir das jemand erklären? So mitten auf dem Fels? Und wenn die da jemand hingestellt hat, warum verrottet die nicht? Naja, ich frag gar nicht, ne? Frag nicht, spiel das Spiel. Gold. Na komm, wenn wir schon plündern, dann richtig. So, da ist auch unser Schätzchen. Läuft ja bisher eigentlich ganz gut. Wir brauchen nur noch zweimal Grabstaub und müssen eigentlich nur noch bis zu dem Tempel kommen. Was ist denn mit dem Ast im Hintergrund los? Also was heißt im Hintergrund? Der ist eigentlich ziemlich nah. Was haben sie denn da falsch gemacht? Der sieht etwas seltsam aus. Nun, ich könnte meinen... Ganz schön schwer. Er ist etwas schlecht dargestellt. Ist er nicht richtig geladen? Ist er einfach zu nah? Nö, der ist einfach so scheiße gemacht. Da hat sich jemand nicht sonderlich Mühe gegeben, muss ich sagen. Was ein bisschen blöd ist. Ich meine, bei den meisten... Oh, die Hakenhand. Hiebwaffen plus 10. Naja, gut. Die zweite... Ach doch, nee, ist gut. Ich habe ja Hiebwaffen. Die zweite Hand von Einhand Willi. Er wusste, seine Gegner stets zu überraschen. Ich meine, wenn man das bei irgendeinem anderen Ast hier sonst wie hoch... Könnte ich das ja verstehen. Aber wenn man hier sogar eine Kiste ausgraben lässt, ist das schon ein bisschen ungünstig, wenn man dann genau diesen Ast daneben nicht ordentlich, ja, darstellt. Hier bei dem sieht es ja in Ordnung aus. Da haben sie es ja auch hingekriegt. Keine Ahnung, was mit dem Ast da oben kaputt ist. Sieht ein bisschen seltsam aus, aber okay. So, da hätten wir den Teil abgeschlossen. Dann gehen wir jetzt noch aus dem anderen Teil der Höhle raus. Und müssen noch zweimal Grabstaub finden. Macht die Augen lieber zu, ey, Alter. Das überrascht mich aber auch jedes Mal. Ich frage mich, warum das so hell ist. Das ist ja wie bei Gothic 3, wo es, ich weiß nicht, ob das eigentlich immer noch so ist. Ich bin mir gerade gar nicht 100% sicher, aber früher war es ja in Gothic 3 so. Wenn du in eine Höhle gegangen bist, war es immer relativ sichtbar alles noch, bis du einen ganz bestimmten Punkt erreicht hast. Da wurde auf einmal alles richtig dunkel und nur alles mögliche andere hat geleuchtet. Irgendwelche Skelette haben dann zum Beispiel geleuchtet. Das war irgendwie immer seltsam. Oh. Natürlich, du willst mich blenden, ich weiß es genau. Aber mich blendest du nicht. So, jetzt nehme ich mal die Kiste mit. Wie gesagt, wenn wir schon hier was mitnehmen, dann gleich alles. Ja, okay. Ist jetzt nichts sonderlich Gutes, aber... So, oh, ein Wächter mal wieder. Hey. So einen habe ich ja noch nie gesehen. Ach, und natürlich wieder mit einem Ghoul im Schlepptau. Will mich eigentlich verarschen. Kann ich bitte erst auf diesen scheiß Ghoul? Das wäre echt hilfreich. Komm her, Ghoul. Zack, so. Wow, das war knapp. Hahaha. Da wolltest du wohl, hä? Ich kann den echt so stunnen. So ein bisschen zumindest. Nein, du sollst den Typen doch nicht treten, Junge. Bam. Na komm.
Eigentlich macht die Pistole gar nicht mehr Schaden, kann das sein? Ich glaube, unser normaler starker Angriff macht schon deutlich mehr Schaden. Naja, gut. Soll mal so sein. Ich glaube, ich packe mal wieder die Muskete aus hier. Da hinten kommt schon wieder ein Ghoul angestiefelt. Okay, das ist doch vielleicht ein bisschen weit gewesen. Boom. Zack, der Critical war wichtig. Der Ghoul ist schon wütend. Ja, jetzt ist er gleich noch wütender. Jetzt kriegt er nämlich ordentlich hier Schüsse in den Arsch. Ach, das ist, glaube ich, der Tempel, oder? Wo wir dann hin müssen, wenn wir den Grabstaub zusammen haben. Jetzt komm schon, komm aus der Tür raus. Ghoul! Alter. Ernsthaft. Der hat aber auch keinen Bock, ne? So. Und dann müssen wir hier die Häuser noch durchsuchen nach Grabstaub. Da ist nur eine Grabwurzel, aber hier ist auch Grabstaub. Perfekt, fehlt nur noch einer. Grabwurzel. Na komm, futtern wir. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig, ne? Zack. Totenkult. Schwarze Magie. So, da müssen wir dann gleich hin. Oh, da sind noch zwei Typen. Wenn wir den Staub zusammen haben. Ist hier der letzte? Da ist der letzte Staub. Perfekt. Aber ich würde die beiden anderen Typen, die ich da schon gesehen habe, doch noch gerne mitnehmen. Ich glaube, da kommen wir dann wieder da an, wo wir auf dem anderen Weg hätten hingehen können. Da oben ist noch eine Geisterlilie, aber okay. Ich glaube, auf die... Obwohl, ich guck mal nach, aber erstmal erledige ich die beiden Typen hier. Mit ordentlichem Schuss. Zack. Ja, ja, tanzt du mal ein bisschen rum. Critical. Ach komm. Didididididid. Bam. So. Da vorne ist noch einer. Stehen schon ein paar rum. Natürlich wieder zwei. Hat man eigentlich eine größere Crit-Chance, wenn man näher ist? Ich glaube nicht, oder? War das ein Crit? Weil er hatte normalerweise... So, tschüss. Wie die dann immer wegfetzt, ist der Hammer, oder? So richtig weggefetzt einfach. So, genau, da kommen wir jetzt wieder an der Stelle an, wo wir reingekommen sind. Perfekt, damit haben wir hier alles abgegrast. Will bloß nicht, dass da noch irgendwelche Viecher auf einmal auftauchen. So, dann guck ich bloß noch dahin. Ich wette, da ist jetzt nur so eine dumme Geisterlilie, die mir eigentlich gar nichts bringt. Aber vielleicht ist da ja auch noch irgendwas Interessantes. Oder? Das ist tatsächlich nur die Geisterlilie? Ja, na gut. Auf zum Tempel. Wir haben alles, was wir brauchen. Das heißt, der Typ kann jetzt den Trank des falschen Todes herstellen. Da bin ich ja mal gespannt, ob das alles so klappt, wie der sich das vorgestellt hat. Die nehme ich auch noch mit. Wie wuchsen die gerade? Kann das sein, dass die falsch rum drin war? Das sah so ein bisschen danach aus, muss ich ehrlich gerade sagen. Als ob die falsch rum wäre. Was haben wir denn da? Ein Goldbeutel. Wer auch immer den hier gelassen hat und wie auch immer die Blutwurzel aus dem Stein wachsen kann. Und was auch immer die beiden Typen da noch machen. Critical. Schade, kein Critical. So. Ich sehe den Typen einfach da reinschmettert. Und zack. Ja, guck mal hier, den Typen juckt das auch gar nicht. Was, hier kam einer angeflogen? Ja, okay, von mir aus. So, Altar des Überganges. Na dann, Kumpel, ich habe alles gemacht. Ich habe alle Zutaten für den Trank des falschen Todes zusammen. Und du lebst noch. Das hätte ich nicht erwartet. Dann werde ich dir nun helfen, ins Reich der Toten zu gelangen. Hier hast du den Trank. Trinke ihn und lege dich auf den Altar. Alles klar, gut, aber ich würde sagen, wie wir den Trank trinken und dann ins Reich der Toten übergehen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Risen 2 Dark Waters. Bis dahin. Ciao.